Heute geht es in diesem Video um Spannungs- und Stromteiler. Den Spannungsteiler, der ist sicherlich bekannt, ich hole ihn mal einmal her. Das ist natürlich eine Reihenschaltung von in diesem Fall 3 Widerständen, beliebig vielen, oft auch nur 2 Widerständen, die an eine gemeinsame Spannungsquelle angeschlossen worden sind und wo jetzt die gleiche Stromstärke in allen Widerständen hier herrscht. Wir schieben den mal so ein bisschen klein an die Seite. Den brauchen wir nicht mehr so und fangen an, das ganze Teil zu berechnen. Wie ich eben schon sagte, wir stellen fest, dass die Stromstärke in allen Widerständen gleich ist. In allen R gleich, sodass wir sofort aufschreiben können, dass U1 gleich R1 mal I ist, U2 gleich R2 mal I, U3 gleich R3 mal I und natürlich U, also die gesamte Spannung, gleich I mal R1 plus R2 plus R3, was natürlich aus dem Maschenumlauf gekommen ist. Die Verhältnisse sind dann U1 zu U2 gleich I mal R1 durch I mal R2 gleich R1 durch R2. Also Spannungsverhältnis wie Widerstandsverhältnis. Spannungsverhältnis wie Widerstandsverhältnis oder natürlich auch insgesamt U1 zu U gleich R1 zu R1 plus R2 plus R3 oder allgemein ein UI ist gleich U mal irgendein Widerstand RI, wenn Sie mehrere haben, und dann die Summe all derer n beteiligten Widerstände unten. So. Ein bedeutsamer Spezialfall ist vielleicht das, wenn man nur 2 Widerstände haben. So, mit nur 2 Widerständen, wie hier einmal gezeigt. Und dann auch noch mal wieder auch das an die Seite geschoben. Ein bisschen verkleinert. Greifen wir das mal kurz auf. 2 Widerstände. Dann folgt daraus ja einfach nur, dass da muss ein U stehen. Ne? U1 gleich U mal R1 durch R1 plus R2 steht. Oben also steht der Widerstand, über dem es abfällt. Und unten also steht die Summe. So, nun ist es in der Regel so, dass man ja mit dem Spannungsteiler auch was machen möchte. Das heißt also, einfach nur eine Spannung hier abfallen lassen reicht nicht unbedingt aus. Was man denn haben möchte, ist in der Regel, dass diese Spannung für irgendetwas verwendet wird. Und wenn wir eine Spannung für irgendetwas verwenden, dann ist das, als würde man da einen Widerstand anschließen, den wir jetzt mal hier R3 nennen. Das ist nicht der gleiche wie der. Und dieser Widerstand R3, der wird auch Leistung umsetzen. Da wird sich auch hier der Strom aufteilen in ein I3 und hier ein I2 und in der Summe ergibt es natürlich den Gesamtstrom hier schon wieder, sodass mit dieser Spannung U2 hier irgendetwas passiert. Effektiv hat man also eine Ersatzschaltung zu rechnen, wo der Spannungsteiler wieder aus 2 Widerständen besteht, aber jetzt nicht der Widerstand R2, sondern ein kompositer Widerstand hier vorliegt, R2,3, der eben gebildet wird aus R2 und R3. Das ganze Ding nennt sich auch der belastete Spannungsteiler.
So, und das R2,3 können wir sofort bestimmen aus der Parallelschaltung. Das ist nämlich R2 mal R3 durch R2 plus R3. Und aus der Regel, die wir vorher hatten, können wir jetzt das U2, das wir auch U3 oder U2,3 nennen können, das ist ganz egal, bestimmen zu U mal R2 mal R3 durch R2 plus R3 durch R2 mal R3 durch R2 plus R3 plus R1. Selbe Regel wie oben, nur haben wir eben die Widerstände anders eingesetzt. Wir multiplizieren aus und haben oben stehen R2 mal R3 durch R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 und dividieren das Ganze noch nach durch R3, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Halt, das ist ein Mal natürlich. U mal R2 durch R1 plus R2, weil nämlich das R3 hier jeweils weggegangen ist, plus R1 R2 durch R3. Und das hier haben wir jetzt wieder hier den ganz normalen Spannungsteiler. Und an der Stelle hier haben wir eine Modifikation. Das ganze Ding ist möglichst unbelastet. Oder schwach belastet, wie auch immer, wenn diese Modifikation hier sehr viel kleiner ist als das, was wir sonst immer hatten. Oder auch wenn R3 sehr viel größer ist als R1, R2 durch R1 plus R3. Und das hier ist effektiv, man wird das erstaunlich finden, die Parallelschaltung von R2 mit R1 parallel. Das heißt also, eine schwache Belastung liegt dann vor, wenn R3 sehr viel größer ist als die Parallelschaltung hier dieser beiden, wobei das natürlich hier R2 ist. So. Okay, wir können uns das Ganze als in einem Beispiel mal anschauen oder in ein paar Beispielen mal anschauen. Nehmen wir mal an, wir haben R1 gleich R2 gleich 10 Ohm. Dann ist U1 sofort zu sehen gleich U halbe. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben den belasteten Widerstand R3 auch gleich 10 Ohm, dann ist die Parallelschaltung ja 5 mit R2 gleich 5 Ohm. Und im Endeffekt kriegen wir raus, dass U1 gleich U Drittel ist. Hier liegt also eine erhebliche Abweichung vor. Machen wir spaßeshalber 10 mal so groß, also 100 Ohm, dann ist U1 gleich U durch 2,1. Das sind also circa 5% Abweichung. Und machen wir R3 gleich 1000 Ohm groß, dann ist U1 gleich U durch 2,01, also 5 Promille Abweichung zum Originalfall. Das ist dann schon mal richtig super. So, das kann man natürlich auch kurz simulieren. Das ist hier gezeigt am QX. Man sieht hier den unbelasteten Spannungsteiler und sieht hier den belasteten Spannungsteiler mit dem RL. Für verschiedene Spannungsteilungsverhältnisse ist das hier mal aufgezeigt. Für 1 zu 10, 1 zu 5, 1 zu 3, 0,3 oder 3 zu 10, 0,4 und so weiter und so fort. Und man sieht, je nachdem, wie die Belastung sich hier ändert, das ist ist eine Änderung des Widerstandes RL und die Auswirkung darauf, hat man natürlich auch, hier sieht man es sehr schön, eine sehr große Abweichung der real vorhandenen Spannung an der Last, UL, gegenüber dem, was man ideal haben wollte. Hier diese 0,9 wären hier ideal gewünscht gewesen. Was man hat, ist irgendwas mit 0,8 und ein paar, also doch eine erhebliche Abweichung, wenn der Widerstand hier auch bei 1000 Ohm
liegt für die Last. Geht hoch bis 10.000, da sieht man, dass die Abweichung nicht mehr so groß ist. So, schauen wir uns entspannt den Stromteiler an. Oh, schnell geholt. Da ist er. Hier sind die Widerstände parallel. Der Spannungsabfall über allen Widerständen ist der gleiche. Und wir packen den mal auch etwas kleiner an die Seite und fangen an zu rechnen. Das sind nämlich die Spannungen an allen R gleich. Dann können wir die Widerstände, die Ströme ausrechnen. Also I1 ist gleich U mal 1 durch R1, I2 U mal 1 durch 2, I3 U mal 1 durch R3 und I ist gleich U mal 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3, also einfach die Knotenregel angewandt. Die Verhältnisse sind I1 zu I2, ich rechne mal nicht so groß aus, ist gleich 1 durch R1 durch 1 durch R2 gleich R2 zu R1, also genau umgekehrt, wie der Spannungsteiler. Und insgesamt könnte man natürlich I1 zu I angeben, dann wäre das 1 durch R1 durch 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3 oder allgemein I1 II gleich 1 durch RI durch die Summe K gleich 1 bis N, 1 durch RK oder auch meinetwegen als Leitwerte GI durch Summe K gleich 1 bis N, GK. Und so sieht es dann wieder genauso aus wie der Spannungsteiler. So, das auch noch rot markiert. Der bedeutsame Fall des des Stromteilers mit zwei Widerständen. Hier male ich ihn nochmal hin mit einer durchgezogenen Linie und gebe die vereinfachte Formel jetzt nochmal kurz an. Das ist nämlich das, was ich eigentlich machen hier zeigen wollte. I1 durch I ist gleich R2 durch R1 plus R2. Das heißt also, hier oben steht jetzt genau der Widerstand, durch den der Strom nicht fließt. Und hier unten steht die Summe, nicht die Parallelschaltung, sondern die Summe der beiden. Schreibt das noch dazu. Spezialfall 2 Widerstände. Aber auch den können wir natürlich belasten, indem wir an die Stelle des Drahtes hier wieder einen dritten Widerstand packen und wir natürlich dann hier einen modifizierten Strom I2 bekommen. Auch das hier ist die Belastung, sodass man jetzt einen belasteten Stromteiler hier vorfindet. Nun rechnen wir uns den I2 gerade aus. Dann ist hier mit Belastung I2 ja gleich, ich nehme dieselbe Regel wie da, I mal, und jetzt der, durch den der Strom nicht fließt, also R1 durch die Summe ist einmal R1 plus das, was wir hier jetzt haben, und das ist die Reihenschaltung von R2 plus R3 an dieser Stelle. Unbelastet
ist nun, wenn dieser Teil hier sehr klein wird, also R3 sehr viel kleiner, also Richtung Draht geht, als die Serienschaltung der beiden. So, auch das können wir uns nochmal angucken hier in einem Beispiel mit R1 gleich R2 gleich 10 Ohm und wir finden sofort raus, dass I2 gleich I halbe ist, weil sich der Strom natürlich auf zwei gleiche Zweige aufteilt. Dann machen wir den R3 gleich 10 Ohm. Naja, dann haben wir das Ergebnis, das wir eigentlich schon erwarten würden. I2 gleich I mal 1/3. Also wieder eine große Abweichung. Machen wir R3 gleich halt eben nicht 100, sondern 1 Ohm. Und dann ist I2 gleich I durch 2,1. Das ist okay. Und machen wir R3 gleich 0,1 Ohm. Dann wird I2 zu I durch 2,01. Und das ist natürlich super. So, und hiermit bin ich am Ende der Aufnahme heute und ich wünsche weiterhin viel Spaß.